Hallo Leute, Sion hier mit einem kleinen Informationsfrage-Abstimmungsvideo, nennt es wie ihr wollt. Ich habe sowas ja eine Weile nicht mehr gemacht, aber ich habe im Moment Lust, noch ein Projekt zu starten. Und ja, nicht vergessen, aktuell läuft zwar Final Fantasy VI und das wird bald ersetzt durch Tales of Symphonia. Und es läuft gerade Uncharted 2 und das wird bald ersetzt durch Peace Walker. Aber ich habe hier einen Batzen an Spielen, die ich noch nicht gespielt habe. Und dachte mir, vielleicht würde ich nochmal ein Blind-Projekt starten. Und ihr könntet dann unter ein paar verschiedenen Spielen, die ich halt hier noch zur Verfügung habe, etwas aussuchen. Wenn ihr da ein Spiel jetzt gleich vernehmen solltet, welches ihr vielleicht von mir sehen wollt, vielleicht einmal die Woche, dann lasst es mich wissen, gebt mir eure Meinung in den Kommentaren und dann werde ich, je nachdem, wie das am Ende aussieht, was machen. Okay, welche Spiele will ich da zur Auswahl stellen? Definitiv keine RPGs, auch wenn ich mir vor kurzem Final Fantasy XV noch gegönnt hätte und selbst das eigentlich machen würde, aber als Blind, glaube ich, lohnt sich das nicht so. Nicht auf die Art und Weise, wie ich normalerweise meine RPGs angehe, deswegen das leider nicht. Aber Spiel Nummer 1, was ich vorschlagen könnte, wäre, ich habe es gerade in der Hand, das ist immer noch zu, seit ungefähr 4 Monaten, ist Batman Arkham Asylum über die PS4. Ich habe das in der Collection mit, oder die Return to Arkham Collection gekauft. Das wäre Arkham Asylum und Arkham City. Ich würde den ersten Teil davon spielen, wenn ihr Bock drauf hättet. Ich kenne ihn selber nicht, aber die Bewertungen waren super und was ich an Gameplay gesehen hatte, hat mir auch gefallen. Deswegen habe ich da damals im Sale zugegriffen. Das wäre die erste Möglichkeit. Es wäre hundertprozentig blind. Spiel Nummer 2, was ich anbieten kann, wäre Deadlight Director's Cut. Das habe ich ungefähr schon 2 Stunden gespielt und auch einmal im Stream. Das ist dieses Zombie-Survival mit Jump'n'Run und Rätselelementen. Ich finde das interessant, aber ich kam leider nie dazu, es zu beenden. Und deswegen ist das definitiv was, worauf ich schon Bock hätte. Definitiv. Dann, das hier wird vielleicht ein bisschen schwerer, da das Richtige auszuwählen, habe ich die Journey Collection hier, wobei ich ein bisschen von Flow gespielt habe, allerdings irgendwie nicht weiß, wann ich das Spiel tatsächlich durch habe. Abgesehen davon hätte ich da drauf noch Flower und Journey, würde dann am ehesten aber wahrscheinlich Journey spielen. Wenn ihr also Bock auf Journey hättet, das wäre aber auch komplett blind, lasst es mich wissen. Die nächste Möglichkeit, ich glaube, das spricht vielleicht ein paar mehr Leute an, wäre Hitman auf der PS4. Ich habe es inzwischen, ich glaube, die ersten 4 Missionen geknackt und ich finde es einfach sau interessant, wie viele Möglichkeiten man hat. Muss dazu aber sagen, ich bin kein Profi in dem Spiel, deshalb wird es wahrscheinlich dann einige Fails geben oder einige Sachen, die nicht so schnell von mir gelöst werden. Aber das, Mission für Mission zu spielen und versuchen, ein paar Special Kills oder Special Events oder sowas freizuschalten, ich hätte Bock drauf. So jeden Sonntag so eine Runde Hitman, hätte vielleicht auch was. Ich will euch auch nicht mit zu vielen Spielen zu clustern, aber ich möchte noch ein bisschen was anbieten. Ja, ich mach das ein bisschen größer. Ich werde es am Ende auch, also schaut in die Videobeschreibung sonst nochmal, da werden dann alle Titel auch nochmal gelistet werden. Ansonsten Resident Evil Code Veronica X. Ich weiß, Resident Evil 4 ist ein Streamprojekt, habe ich jetzt ewig, wie gesagt, schon nicht mehr weitergemacht. Das liegt eigentlich daran, dass meine letzten 2 Streams sogar nicht gespeichert wurden und deswegen ist es ein bisschen abfuckt. Das heißt, es fehlen quasi 2 Kapitel. Deswegen habe ich da nicht die Motivation gehabt, weiterzumachen. Aber ja, Resident Evil Code Veronica X, das wäre ziemlich blind. Ich habe mal ein This is how you don't play dazu gesehen, aber ich habe es selber nie gespielt. Deswegen, also das nur dazu. Aber hätte ich auch Bock drauf, habe ich mir im Sale geholt für, ich glaube, 3,50 € oder sowas. Ich musste zuschlagen und ja, definitiv nice. Das wäre es dann. Es ist diesmal, wie gesagt, kein RPG dabei. Es sollen ein paar andere Spiele sein. Das ist auch mehr für die Leute, die meinen aktuellen Content nicht unbedingt schauen, weil sie halt nicht, vielleicht nicht so den Spaß haben an den RPGs und vielleicht auf Metal Gear warten oder sowas. Und deswegen dachte ich mir, biete ich ein paar andere Sachen an. Lasst mich wissen, wenn da ein Titel dabei ist, den ihr vielleicht sehen wollt. Dann lässt sich das definitiv umsetzen. Ich bin gespannt und ja, freue mich auf eure Kommentare hierzu. Wenn ihr aber vielleicht noch andere, na, ich kann nicht wirklich sagen, wenn ihr noch andere Spiele habt, weil ich meine, ich kann jetzt nicht unbedingt was anbieten, was ich nicht habe oder was nicht blind ist, weil das soll eigentlich sowas sein. Deswegen beende ich das hier. Lasst es mich wissen, ob ihr Interesse habt. Und ja, ich werte das Ganze dann aus. Bis dahin und bis dahin.